So, liebe Schrauberfreunde, wir machen weiter mit dem Ausbau der Kupplung. Da gehen wir folgendermaßen vor. Kupplungsdeckel ist ja schon ab. Die Dichtung haben wir schon mal ein bisschen gesäubert. Wir nehmen zuerst diese Feder hier raus. Ja, das die Drehfeder für den Kupplungshebel. Und zwar ist da unten so eine kleine Lasche dran, da kommt sie raus. Einfach so raus. Die schnappt dann hier neben vor. Kann nichts passieren. Das ist nur, jetzt ist die ganze Sache schon mal hier ohne Druck. Ne? So, dann gibt es hier oben eine Sicherungsscheibe. Dazu muss ich den Motor mal ein bisschen rumdrehen. Sonst komme ich da schlecht dran. Die kann man einfach so leicht mit einem kleinen Schraubenzieher raushebeln. Das ist sie. Sicherungsfeder. Wieder aufstellen das Ganze. Ich stelle das mal so, dass es etwas besser zur Kamera ausgerichtet ist. So, den Lagerbolzen herausnehmen. Das heißt, einfach nach oben schieben. Die ganze Sache. Die Drehfeder nach unten rausziehen. Ja. Jetzt mache ich das direkt wieder drauf. Und so lege ich es auch beiseite. Genau so wie es war. Auch mit der Drehfeder. Das ist die ganze Geschichte. Auf die Seite legen. Da innen drin seht ihr die Kupplungsschale. Seht ihr, wie schön sich das bewegt hier? Kupplungsschale rausnehmen. Auf die Seite legen. Und jetzt kommen wir wieder zu einem Punkt, wo wir wieder was zu schrauben haben. Und zwar müssen wir da jetzt schön gegenhalten. Müssen wir mal schauen, wie man das hinkriegen. Wie gesagt, da gibt es ein paar Spezialwerkzeuge dazu. Aber wir wollen uns ja mit einfachen Mitteln behelfen. Es sitzt eine 17er Schraube dazu. Jetzt muss ich sehen, dass ich das Ganze irgendwie angehalten kriege. Im Idealfall gibt es einen abgewinkelten Schlüssel, der diese Scheibe da hält. Ja, damit kann man die Kupplung anhalten. Habe ich leider nicht. Jetzt kann man versuchen, das mit einem normalen verstellbaren Schlüssel zu machen, dann hat man aber das Problem, dass man an die Mutter nicht mehr so gut drankommt. Wir probieren das aus. Ihr seht, das wird viel zu eng. Also da kommen wir auf keinen Fall damit dran. So, dann gibt es einen weiteren Trick. Ich kann das einmal noch arretieren hier, das Pleuel. Damit der Motor einfach nicht mehr drehen kann. Da ist es natürlich wirklich vorsichtig mit umgegangen. Ich zeige euch da jetzt was. Das ist mein Trick. Ich nehme den dicksten Innensechskantschlüssel, den ich zur Verfügung habe, stecke den hier ins Pleuel rein. So, dann drehe ich das so lang, bis das Pleuel hier ist, das sich hier verkeilt. So, jetzt kann ich euch das mal zeigen. So sieht das jetzt aus. Also nicht so ein Experiment machen. Dann könnte es sein, dass ich das Pleuel verziehe. Also richtig schön glatt, glatt am Motor auflegen. Das ist kein Problem für das Pleuel. Ihr seht, das spannt sich dann hier oben. Ich habe den Motor gehalten, das Getriebe. Und kann jetzt hier
gerade ein bisschen ungünstigen Winkel, aber ich kann das hier festhalten und kann hier aufdrehen. Schon passiert. Also das war nicht richtig fest. Normalerweise ist diese Schraube, ich glaube, mit 35 Newton angedreht. Die muss richtig gut fest sein. Aber ist okay. Sie ist auf. Ich kann die Mutter lösen. Ich kann die erste Scheibe runternehmen. So, Achtung. Kurzer Stopp nochmal. Kurzer Stopp. Warum? Die Kupplung, die besteht aus relativ vielen Teilen. Also da heißt es jetzt wirklich schon ein bisschen aufgepasst. Ne? Das macht Sinn, sich die auf die Seite zu legen in der Reihenfolge, in der man sie entnimmt. Ja? Das heißt, den können wir schon mal hier rausnehmen, dann kann man besser sehen. Ich habe die Glocke abgenommen, die saß hier oben drauf. Dann kommt die Scheibe. Und lege das alles in eine Reihenfolge, ja. So, so. Das ist das Zahnrad, auf dem alles drauf sitzt, quasi. So. Setze ich mir auch wieder hier auf. Ich nehme die Stifte daraus. Da sind drei Stifte, kleine. Höllisch aufpassen, Leute, dass da keiner irgendwo hinfällt. Die findet ihr nie wieder. So. Dann kommen die Scheiben. Kupplungsscheiben. Ich nehme mir mal was zur Hilfe hier, einen kleinen Schraubenzieher, damit ich die besser packen kann. So langsam werden die Handschuhe auch ölig. So, einmal Scheibe. Zweimal. Zum Ersetzen der Scheiben, die Metallscheiben, die bleiben, die werden übernommen. Diese hier, das sind die eigentlichen Kupplungsscheiben. Ähnliches Material wie bei den Bremsscheiben, die können sich abnutzen. Können wir uns überlegen, die kann man später mal nachmessen, ob wir die erneuern oder ob wir sie drin lassen. Ihr könnt da einigermaßen was sehen. So, jetzt kommt die Kupplungsfeder, Druckfeder. So. Schraube, Scheibe. Und zu guter Letzt der sogenannte Kupplungskorb. So, ich hoffe, das ist auf der Kamera noch drauf. Aber eigentlich... das so mir hinlege, dann habe ich schon mal die Gewissheit, dass ich es später auch wieder zusammenkriege. Aus Platzgründen muss man es vielleicht noch mal wegräumen, dann legt es so beieinander, wie es lag. Okay, Kupplung ist draußen, großes Loch, nichts mehr drin, ihr seht's. Okay. Also haben wir die zwei Hauptbestandteile oder zwei Hauptbestandteile des Sachsmotors schon mal ausgebaut. Kupplung, Zündung sind draußen. Als nächstes kämen tatsächlich die beiden Motorhälften trennen. Ihr seht es ja hier, diese Schlitze hier. Der Motor ist aus zwei Hälften aufgebaut. Zieht sich hier so durch, eine Linie. Und das gilt es als nächstes dann auseinanderzubauen. Bis gleich.